Was für eine sexy Schaumparty! Reality-TV-Star Daniela Katzenberger lässt auf diesem Schnappschuss ihre innere Raubkatze raus. Splitterfasernackt und nur mit Schaum bedeckt, zeigt sich die 32-Jährige jetzt auf Instagram. Nur die wichtigsten Stellen sind voller Schaum. Ansonsten erhaschen wir tiefe Einblicke auf die sexy Kurven der Kultblondine. Moderatorin Annette Möller spricht in den Kommentaren aus, was sich vermutlich einige denken. Und jetzt müsste Lukas mal ordentlich den Föhn anmachen. Ja, Lukas Cordalis, Sohn des kürzlich verstorbenen Sängers Costa Cordalis und Ehemann von Daniela, dürfte dieser Anblick wohl auch gefallen. Die beiden verbringen gerade gemeinsam mit ihrer 4-jährigen Tochter einen entspannten Wellnessurlaub im Schwarzwald. Doch als der 52-Jährige ins Badezimmer kommt, kann er nur scherzen. Ja, Schatz, dezent kannst du halt. Nicht. Zugegeben, die Katze hat definitiv nicht am Schaum gespart. Aber Daniela ist eben eine echte Badenixe und nimmt ihre Fans liebend gerne mit in die Wanne. Einige mögen wohl gehofft haben, dass sich der Körper des TV-Sternchens in den Armaturen spiegelt. Dieser kleine Fauxpas ist der 32-Jährigen in der Vergangenheit nämlich schon des Öfteren passiert. Doch dieses Mal hat sie alles im Griff. Da habe ich übrigens Schaum gemacht, freut euch nicht zu sehen. Ja, Daniela kann eben auch über sich selbst lachen, denn so freizügig dieses Foto auch sein mag, die Katze ist immer für einen Spaß zu haben. Mit dem Schaum formt sie sich eine Zipfelmütze und einen Bart, dazu schreibt sie, Weihnachten ist gerettet. Die Fans lieben diese lustige Seite an der Blondine. Juhu, endlich gibt es einen coolen Weihnachtsmann, Frau. Oh Dani, du bist der Hammer und du bist so herrlich bekloppt, ist in den Kommentaren zu lesen. Humor hat die Katze und wir freuen uns schon auf die nächste Schaumparty mit ihr.